So, es geht wieder weiter mit Let's Play Dark Souls. Im letzten Part bin ich... Da wollte ich nicht hinspringen. Das war knapp. Zu dem Bonfire hier gegangen. Das wollte ich sagen, glaube ich. Und warum hat der mich noch nicht bemerkt? Normalerweise bemerkt er einen immer. Naja, ist nicht mein Problem. Kurzschwert, was will ich damit? So, ich will zu dem Händler. Ey. So, kommt davon, das soll ausreichen. Gibt mir aber nichts an Loot. Da muss ich an den hier vorbei. Dann später an noch jemanden. Und ich finde schön, dass mein Sprungangriff da deren Schild ent... Was überhaupt? Was macht er? Enthebt. Keine Ahnung. Halt irgendein Begriff. Das Problem ist dann, ich habe keine Ausdauer mehr. Deswegen mache ich das einfach so. Ja, okay. So ging es wahrscheinlich von Anfang an recht schnell. Da hinten sehe ich schon... Das Nebel? Nee, ist... Ich kann einfach nur durch die Map gucken. Kann man hier ja an mehreren Stellen. Kann ich den so eigentlich treffen? Ja, kann ich sogar. Wusste ich gar nicht. Na, egal. Ich rede erstmal mit dem Händler. Well now, you seem to have your wits about you, hm? Then you are a welcome customer. I trade for souls. Der hat nichts mehr. Everything's for sale. Ich hab's kaputt gemacht. Ich will erstmal den Kurzbogen und Holz. Holz oder so soll ich gleich die holen? Nee, ich hole mir erstmal. Ja. Things are getting treacherous in these parts. A horrible goat demon has moved in below. And up above, there's that humongous drake and a bull demon too. If you stick around this place, it might end up being your grave. Here, I'm not here to chit-chat. We talk business or we talk nothing at all. Ich könnte den töten, dann kriege ich ein lustiges Schwert. Da sagt man nämlich eh nichts mehr. Ich gehe jetzt aber erstmal hier entlang. Da sind so ein paar nervige Typen und ich weiß nicht mehr, was es mir bringt. Ich glaube, eine Armbrust brachte es mir. Das war gut. Gut, Mi. Ich habe mich eben gewundert, warum ich 6 Estus Flakors hatte. Wow, ich bin dumm. Naja, egal. Warum bin ich so blöd? Naja, egal. Ich habe doch die Estus Flakors. Ja, wenigstens trifft das mal. Geht doch. Warum nicht gleich so? Meine? Doch? Nee. Doch, doch, das ist der Weg für die Armbrust. Hoffe ich jetzt zumindest. Da sind 10 Wurfmesser. Hm. Da komme ich wieder zurück und... Da muss ich hinspringen und dann ist da auf so einem Balkon die Armbrust. Und da unten waren wir schon mal. Das war nämlich der Weg, den wir gegangen sind, um hierher zu kommen. Andere Seite. Ja, hier. Und die machen da unten Lärm. Hm. Ein schöner Weg, um zurückzukommen. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Was sagt das mir? Geschafft, okay. Ja, das war falsch gesprungen. Huch! Wo kommt denn das her? Das war nicht eingeplant, dass da so ein Typ was wirft. Oh. Hintentuch. Tuch. Ja, genau. Gut gedodged. Bin mir erstmal
Natürlich das Letzte, was ich überprüfe. Wie kann ich jetzt noch rollen? Geht noch gut. Denn mehr Rüstung ist mehr Rüstung ist mehr Rüstung. Dann Bonfeuer, erstmal. Damit ich wieder 5 Essensflakons habe. Jetzt sollte der mich bemerkt haben? Nee, hä? Hm. Na gut. Vielleicht sollte ich nicht ganz dort stehen. Und ich hoffe, das hier wird jetzt etwas. Das wird nämlich gerne mal nichts. Und das ist dann nicht so schön. Aber das sah doch schon mal gut aus. Das war dumm. Dumm, dumm, dumm. Nein, das war dumm. Ging aber. Boah, zum Glück hat er so lange gebraucht zum Schlagen, sonst wäre ich jetzt zurück gewesen. So viel Leben habe ich nämlich nun auch wieder nicht. Ich hoffe, dafür keiner runter. Ist einer von euch dumm genug, hier runterzufallen? Nein, gut. Seid alle noch halbwegs normal. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Den Anwesenschlüssel vom Händler. Na egal, hole ich mir dann gleich. Schwarze Feuerbomben. Warum nehme ich die eigentlich mit? Ich brauche die doch gar nicht. Egal. Ich hab's. Solange ich's hab, geht es. Ich nehme schon 6 Minuten auf. Wie schnell die Zeit vergeht. Gut, das wollte ich nur erreicht haben. Der wirft nämlich Feuerbomben und auf die habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Warum blocke ich eigentlich? Ich muss eigentlich gar nicht blocken, weil ich gut ausweichen kann und ich bin eigentlich kein Idiot und rolle in den gegnerischen Angriff. So, den ganzen Quatsch da mal weg. Ich glaube, ich rolle noch nicht anders. Ich habe eine Menschlichkeit, sehe ich gerade. Die kommt von dem Gegner. Will ich ehrlich gesagt nicht haben und das wird jetzt lustig mit der Keule, wegen meinem Sprungangriff, den ich so sehr mag. Und runterfallen? Nein. Gut. So, der gibt mir Brandbomben. Das ist eine Seele, ja. Warum leckt das so gerade? Also, in der Aufnahme wird das sowieso zu sehen sein, weil ihr das seht, was ich sehe. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso es so. Ey, das war nicht cool. Kommt davon. So, und jetzt darf ich sowieso wieder zurück. Ich gerne das Goldharz haben möchte. Das ist aber da drin. Oder kann ich das einfach so öffnen? Oh ja, stimmt. Ich habe ja den Generalschlüssel. Ich bin dumm. Ja. Goldharz. Ist hier. 3 Stück brauche ich dann für den Stierdämon. Weil ich den dann doch, ehrlich gesagt, nicht ohne Buff haben will. Bekämpfen will. Was auch immer. Ich liebe die Keule. Ich glaube... nein, das wollte ich nicht. Ich... Sieht nämlich gerade bei dem Aufnahmeprogramm, also OBS, da sehe ich ja die Tonspuren, wie laut die sind. Man kann da ein bisschen das Verhältnis sehen, dass das Spiel recht leise ist. Ich weiß nur nicht, wie genau jetzt dieses Verhältnis ist. Das hier will ich noch triggern. Der rollt da jetzt ein Fass runter. Da will ich bitte hier hinspringen, nicht dort, wo diese Lücke ist. Da komme ich nämlich nicht mal hoch und muss sterben. Da Vogt tust du. Oh, halte ich mich halt. Ist nicht so das Problem. Und... Da hinten ist ein schwarzer Ritter. Der bewacht den blauen Saphirring. Ja.
Es ist nicht schön, um es so zu sagen. Ganz einfach, weil es stark. Weil es ein Gegner ist, den man hier glaube. Das sind auch die Gegner, die man im letzten Gebiet bekämpft. Aber so genau kenne ich mich damit nicht aus. Ich kenne den Weg bis Ornstein und Smaug, wo ich bei meinem richtigen Spielstand hänge. Und ab da nur noch ganz bruchstückchenhaftweise gut gedeutscht mal wieder. Warum konnte ich den eben nicht backstabben? Egal. Und wieder runter. Ich will von dem Händler die bodenlose Kiste, wenn es möglich ist. Ah, kein Blut. Schade. Zumindest gucke ich jetzt erst mal, wie viel sie kostet. Oh, und den natürlich. Den werde ich sowieso nie benutzen, aber egal. Kostet nur 1000. Ich glaube, später kostet die 3000, so wie hier die Reparaturkiste. Keine Ahnung. Kann ich hier noch was Lustiges kaufen? Was habe ich eigentlich für eine Keule? Ich glaube, eine normale. Thank you kindly. Ja, ja. Lass mich. Ich will wissen, was ich für eine Keule. Ah, ich habe die normale, dann hole ich. Jetzt noch die Verstärkung. Der kleine Nägel. Ist die eigentlich so billig? Ich könnte auf Stärke gehen und dann mit der Kettenrüstung spielen eine Zeit lang. Müsste ich aber ein bisschen Zeug farmen. Oh, thank you. Ja, ja, was auch immer. Und mit Zeug meine ich Seelen natürlich. Warum bin ich so schwach, diese Waffe zu tragen? Ich brauche 12. Ich habe 11. Gut gedacht von mir. Jetzt ist das Spiel wieder so laut. Ich weiß nicht, was das Spiel für Probleme hat. Ich weiß jetzt nicht, soll ich erstmal zum Bull Demon? Stierdämon, das war's. Oder soll ich mir lieber die Estus Flakaus auffüllen? Ich fülle die Estus Flakaus auf, das ist, glaube ich, ein wenig schlauer. Vorausgesetzt, ich verliere nicht allzu viele auf dem Weg zu dem Vieh. Jetzt habe ich hier auch die bodenlose Kiste. Schön. Bringt mir an sich effektiv gar nichts, weil ich nicht weiß, was genau man damit macht. Inventarverwaltung steht da. Okay. Aber was mir die Inventarverwaltung bringt, ist eine andere Sache. Zum Glück hat mein Schlag den Deppen da unterbrochen. Ich schau mal gerade, wie viel ein Levelaufstieg kostet. Boah, das ist ja... Nichts ist das. Geh ich nochmal hier lang. Dann nehme ich einen Levelaufstieg. Und dann benutze ich die schwere Keule. Verstärkte meine ich. Verstärkte Keule. Weil ich war das nicht allzu schlau. Aber es ging. Und ich habe schon wieder Menschlichkeit bekommen. Na super. Ich möchte ehrlich gesagt nicht mit Menschlichkeit herumlaufen, weil ich das dann immer so schade finde, wenn ich die verliere. Bei dir mache ich einfach einen Backstep. Mit überhaupt nicht viel Blut. Funktioniert. Gut. Die Dings, Reparaturkiste hätte ich natürlich auch gerne. Die ist mir jetzt erstmal zu teuer. Ich hätte mir sie leisten können, wenn ich noch die 2000 irgendwas Seelen hätte. Von dem Vieh. Ja, Vieh ist eine gute Beschreibung. Lass mich. Ich bin tot.
Ja. Oh. Streitachs. Schick. Es hat aber nicht diese schöne Angriffsmuster. Deswegen will ich die eigentlich nicht benutzen. Das war laut. Muss ich auf OK klicken, damit das angenommen wird? Keine Ahnung. Stärke. War doch Stärke, oder? Ja, war Stärke. Nein, ach. Was tue ich? Hier. So wollte ich das. Wie hat mich das nicht getroffen? Ich warte noch auf den Moment, dass ich runterfalle. Ist dann immer lustig. Zumindest für die Zuschauenden und meistens auch für mich, weil ich sowas sehr lustig finde. Damn legs are real? Spiel bitte. Ist das Feuer für dich zu viel oder? Schon wieder eine Streitachs, bitte. Sollte auf jeden Fall die Aufnahme beenden. Versuche jetzt nochmal den Stierdämon. Weil ich es kann. Good me. Moment, ist hier nicht auch noch ein Item? Nee, ich dachte irgendwie hier wäre noch so eine Leiche, die in einem Balkon hängt. Aber war es nicht. Ich an euch nochmal vorbei. Mist. Ich glaube, jetzt muss ich mich mindestens einmal heilen. Aber ich habe sowieso nicht so wirklich vor, mich bei dem Stierdämon zu heilen. Weil ich eigentlich weiß, wie der funktioniert. Ist das eine Begründung? Ich glaube schon. Ich finde schön, dass ich den einfach auf den Kopf hauen kann, wenn ich deren Schild entdingse. Immer noch kein Wort dafür. Und du bist mir definitiv zu langsam. Ich habe nicht so viel Zeit. Die Folge ist schon noch 10 Minuten lang. Auf jeden Fall genug Ausdauer, um die zu ärgern. Ein bisschen. Wenn ich den treffen würde. Oh, du kommst jetzt schon? Okay. Ich habe nichts dagegen, das geht dann wenigstens etwas schneller. Wenn ich treffen würde. Wie gesagt. Hätte mich zu wiederholen müssen. Das war mal wieder ein guter deutscher Satz. Dafür nichts mehr sagen, glaube ich. Wir haben gemerkt, ich bin zu dumm für Deutsch. General. Ich weiß nicht, war hier unten Havel? Ich glaube schon. Hier noch nicht. Ich könnte auch erstmal gegen Havel kämpfen und elendig versagen. Ja, doch, hier unten war Havel. Das wäre eigentlich auch lustig. Ich weiß nicht, ob er nach dem Ziegendämon verschwindet, ehrlich gesagt. Aber ich lasse es einfach mal drauf ankommen, denke ich. Und probiere jetzt nochmal den Ziegendämon. Und gucke, ob hier dieses dumme Mistvieh ist. Ich glaube, es ist aber eins weiter oben. Kleine Eidechse. Eidechse, please. Komm her. Komm her, Dudu. Geht doch. Moment, ich kann doch die Folge einfach beenden und eine neue aufnehmen direkt danach. Ich muss doch gar nicht am Leuchtfeuer rasten, um die Folge zu beenden. Deswegen beende ich jetzt die Folge und wir machen den Siegendämon in der nächsten. Nächsten Mal.